Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Smaragdbox von Green. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Smaragd von Green. Das Ganze erscheint morgen am Freitag, den 28. Juni. Ich darf euch das Ganze heute schon vorstellen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Einmal hier einschneiden, durchziehen und los geht's. So, wir haben hier eine schwarz-grüne Box. Hier oben lesen wir Green Smaragd, also Interpret plus Albumtitel, darunter Limited Edition. Und wir haben hier eine schwarze Box mit grünen Linien, die hier dann so eine Art Smaragd bilden. Allerdings ist es auch gleichzeitig ein Hanfblatt, also eine Fusion aus Smaragd und Hanfblatt, die ja bekanntlich beide grün sind. Gut, das Ganze geht hier unten weiter in dieser Strahlenoptik. Rechts dann auch. Hier lesen wir dann auch wieder Smaragd. Hier gehen die Strahlen weiter. Und links dann auch nochmal Strahlen plus Schriftzug und Green Logo. Und auf der Rückseite lesen wir dann Green Smaragd Limited Edition Box Contains. Green Smaragd Album, Green Remix EP, Smaragd Necklace, Smaragd Poster und Green Flag. Dann haben wir die Credits und einen Barcode. Jawohl. Das Ganze ist eine reguläre Klappbox, bedeutet, wir können das Ganze dann hier aufmachen. Aufklappen. So sieht das dann hier aus. Hier kommt auch noch was zum Vorschein. Was lesen wir hier? Glaube an was Großes, nämlich an dich selbst. Green. Ja, schöner Spruch. Wir haben hier einmal die Remixes, dann das Album, dann das Necklace, also eine Halskette, eine Fahne und dann noch ein Poster. Von innen die Box in Weiß. Wir machen das Ganze zu und packen zur Seite. Und nachdem hier noch diverse Sachen in Folie sind, werden wir die hier mal aus der Folie befreien. Also einmal die Fahne, dann die Halskette, wobei da werden wir die Folie dann trotzdem noch hier behalten, um uns dann diesen Zettel hier durchzulesen. Okay. Und dann natürlich das Album an sich. Werden wir auch noch öffnen. So. Und jetzt können wir starten. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Green lesen wir hier oben, darunter wieder Smaragd. Und genau diesen haben wir hier abgebildet. Also sowohl den Smaragd als auch Green. Er dürfte sich hier in einem Dschungel befinden, also hier ist jede Menge Grün um ihn herum und hier wachsen jede Menge Pflanzen, in diesem Fall seine Lieblingspflanzen. Und den Smaragd trägt er hier wie ein Amulett am Hals, um den Hals. Rucksack ist auch am Start und hier diverse Vögel, die hier rumfliegen. Das Ganze kommt in einem Jewel Case. Hier steht auch nochmal Smaragd. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Keinerlei Features. Hier unten ist dann auch wieder Barcode und Credits. Es ist das zweite Soloalbum von Green. Das erste ist ja schon einige Zeit lang her. So, dann kommen wir mal zum Booklet. Jawohl, also das gefällt mir schon mal auf den ersten Blick richtig gut. Warum? Weil wir nicht nur die Info haben, wer den Text und wer die Beats, also die Musik beigesteuert hat, sondern wir haben hier auch die kompletten Lyrics abgedruckt. Hier kann man das sehr schön nachlesen. Also, sehr gut gemacht. Dann haben wir hier eine Aufnahme von Green, der hier gerade durchs hohe Wasser warten dürfte im Wald. Schönes Foto. Weitere Texte, also sehr, sehr textlastiges Booklet. Dann hier eine Doppelseite. Hier haben wir dann noch die Credits zum Album im Detail aufgeschlüsselt, also wer hat gemixt, gemastert, etc. etc. Weitere Texte, noch mehr Text,
Text. Und zum Abschluss gibt es noch eine Danksagung. Was lesen wir hier? Dankeschön, danke, dass es dich gibt, danke, dass du dieses Album in den Händen hältst. Das ist ein Teil von mir, ein Einblick in mein inneres Ich. Wenn es so etwas wie eine Seele gibt, dann steckt davon ein Teil in diesem Album. Danke an Airy Vibrations, zwei Brüder, die mein Leben bereichert haben und dieses Projekt in dieser Form überhaupt erst möglich gemacht haben. Danke an meine zwei langen Weggefährten Slick und Arthur Rewak. Danke an Franke für dieses traumhaft gemalte Cover. Danke an die John Ross Group und natürlich danke Mama für eben alles. Ja, das Ganze dann hier auch noch unterzeichnet. Also, sehr schöne Danksagung. Gefällt mir gut. Sehr persönlich. Und auch recht kompakt. Also man kennt das ja, manche Danksagungen sind dann ewig lang. Lese ich dir natürlich nicht vor. Die hat etwas kürzer gewirkt. Deswegen hier kurze Lesestunde. Dann haben wir hier die Album-CD. Hier sind dann auch nochmal die Track-Titel drauf. Wie gesagt, 12 Stück, allesamt Solo. Dahinter kommt dann auch nochmal Green zum Vorschein. Dann haben wir die Remixes, also die Remix-EP. Die kommt in schwarz und lila-blau. Und wir haben hier insgesamt 6 Tracks, also diverse Remix-Varianten. Okay, hier haben wir dann auch die Infos, wer die produziert hat. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass diese Tracks allesamt... Nein, ist gar nicht mal der Fall. Also zum Beispiel hier Interstellar oder auch THC ist hier auf dem Album gar nicht drauf. Roll It Up ist hier mit drauf, Ab Jetzt ist mit drauf, Eismann ist mit drauf, Stone durch den Wald nicht. Okay, also spannend, 3 Tracks hier vom Album, 3 Tracks nicht. Das Ganze kommt in so einem Digipack mehr oder weniger. Hier haben wir dann auch nochmal Credits zu der Bonus-EP, zu der Remix-EP. Gefällt mir auch gut, dass man die hier in ein eigenes Case gepackt hat, in diesem Fall in so ein Digipack und nicht einfach in eine reguläre Papphülle. Sehr schön gemacht. So sieht das aus. Auch hier wieder die Tracklist aufgedruckt. Okay, in diesem Fall der Smaragd in diesem lila Ton gehalten. Dann kommen wir zur Halskette und bevor wir uns die ansehen, wir haben hier noch einen Zettel, was lesen wir hier? Okay, das ist einfach die Gebrauchsanweisung, wie man die korrekt um den Hals macht. Lederkordel an den Knoten auf gewünschte Länge einstellen, vordere Mitte festlegen, durch die Öse ziehen, PU-Schnur durch die PU-Schlaufe ziehen. Nicht für Kinder unter 8 Jahren, Erstickungsgefahr, Anhänger aus Walnussholz, Plantagenanbau, Schnur aus PU-Kunstleder, AC. ZO frei eingefärbt. Hergestellt Merchant Fashion GmbH. Okay. Gut, also das ist noch so eine kleine Gebrauchsanleitung, weil, jawohl, wie befürchtet oder wie angenommen, man hat hier beides separat und bedeutet, mit dieser Gebrauchsanleitung wisst ihr dann, wie man das dann hier entsprechend festmacht. Wir haben hier so einen kleinen Holzanhänger, hier auch wieder diesen Smaragd beziehungsweise dieses Hanfblatt abgebildet. Auf der Rückseite lesen wir dann Green. Das Ganze ist hier so eingeprägt, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Sieht echt schön aus. Ist mal eine Alternative zu diesen ganzen Gold- und Silberketten, die ja oft in den Boxen beiliegen. Ist dann hier zweifach geknotet. Und hier kann man dann entsprechend den Anhänger reinmachen. Gut. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und zwar sieht das so aus. Wir haben hier nochmal das Albumcover im Hochformat. Hier lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel. Und dann haben wir ihn hier in dieser malerischen Kulisse hier in diesem Dschungel stehend. Sieht so aus, als würde er gerade tief Luft holen. Das Ganze ist im Hochformat und einseitig bedruckt. Also Rückseite, ihr seht, ist weiß. Dann packen wir dieses Poster mal wieder zusammen. Und kommen zum letzten Boxinhalt und das ist in diesem Fall eine Fahne. Wenn ich die Dimensionen jetzt richtig im Kopf habe, dann ist diese 120 x 80 cm. Und wir sehen auch hier wieder groß die Schriftzüge Green und Smaragd. Und sowohl unten als auch oben haben wir dann wieder diese grünen Strahlen. Plus rechts unten gibt es dann auch noch dieses Hanfblatt hier. So sieht das aus. Schön gemacht. Allerdings keine Ösen oder irgendwelche Ringe, wo man das Ganze festmachen kann. Also die Enden sind hier wirklich
Die Ecken sind hier komplett frei von irgendwelchen zusätzlichen Elementen. Und jetzt schauen wir noch kurz, ob wir einen Zettel haben, aber ich befürchte, nein. Also, ich kann euch leider nicht sagen, wo das herkommt, beziehungsweise was für Material das besteht. Ich gehe mal davon aus, das ist irgendwie so 100% Polyester. So, dann falten wir das Ganze mal wieder zusammen. Jawohl. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne, wie gesagt, 120 x 80 cm einseitig bedruckt. Dann das Poster, ebenfalls einseitig bedruckt im Hochformat. Dann diese Halskette plus Anhänger. So sieht das aus. Die Remix-EP mit insgesamt 6 Tracks. Sowie natürlich das Album an sich mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Smaragd von Green. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Green unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.